Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Twilight Princess. Jo, ich bin Sadie. In der letzten Folge haben wir wieder feststellen müssen, dass Centaur wieder unseren Schritt voraus ist. Er hat nämlich den Schattenspiegel zerstört. Der einzige Weg, wo an dem wir herankommen können. Tja, und dann haben wir jetzt eigentlich auch erfahren, wer hinter Centaur steckt. Nämlich der üblich Verdächtige, Ganondorf, genau. Tja, der wurde nämlich in dieser Wüstenruine fest, also verurteilt und auch hingerichtet. Dummerweise hat Ganon gesagt, nö, shit, set. Und ja, hat einfach mal sich befreit, hat einen Weißen platt gemacht und anschließend, ja, ein bisschen rumgewütet. Worauf die Weisen gezwungen waren, ihn einfach so schnell wie möglich in die Schattenwelt zu verbannen. Also in Midnas Welt. Tolle Wurst, also. Tja, aber das Gute ist, der Schattenspiegel ist nicht ganz zerstört. Wir müssen ihn nur zusammenkleben, wenn wir die, ja, die gefunden haben. Was erzählt ihr? Wenn du noch nicht in der Höhle des Lichtgeistes von Hylia warst, solltest du sie dir jetzt unbedingt ansehen. Man sagt, in der Höhle findest du eine Schlange, die früher den Schrein in Hylia sich bewacht hat. Es heißt, mutige Menschen würden sie erscheinen. Ein Schwerkämpfer. Gibst du? Sollst du dich das nicht hingehen lassen? Ja, ich weiß. Übrigens, ich finde da auch ganz ein nettes Detail. Ihr... Leider kann man hier nicht die Kamera bewegen. Achtet mal auf so manche... Na, auf einige Taschen der Leute. Da! Seht ihr hier? Na? Sag mal, bist du ein Kerl? Ich, ja. Also die Mode der Liane ist schon recht merkwürdig. Na hier, schaut doch mal. Da seht ihr jetzt bei der Frau da. Ja, das ist Maros Gesicht. Der Typ hat Karriere gemacht. Und dabei ist er nicht mal 10 Jahre alt. Nicht mal Haare auf dem und schon Karriere machen. Im Augenblick ist der Zutritt zum Schloss nicht möglich. Geh also besser dahin, wo es wieder blablabla. Ich hab keinen Bock, Mann. Darum habe ich mich auch versprochen, Mann. Was ist los? Wenn du das wissen, fragen sollte nebenan. Oh, ihr seid ja voll motiviert. Aber echt, so die Mode von manchen, also. Da fällt dir Link der total auf mit seinem Look, mit seiner Tunika. Übrigens, das wurde früher auch als Wams bezeichnet. Also, sein Kleidungsstück, Leute. Ja, Wams. Damit ist nicht die Wampe gemeint, sondern tatsächlich ist eine Bezeichnung für ein Kleidungsstück. Zumindest war das jetzt mal so. Aber jetzt ist es scheinbar festgestellt, oh... Wams ist doch nicht passend. Man denkt an dicken Bauch und darum sagen wir Tunika zu, weil ist es ja eine Tunika. Und ich muss sagen, Tunika sieht, hört sich schön viel besser an und ich laber Scheiße. Und das. Nee. Was immer so in diesen düsteren Grün? Und Link denkt sich auch, was geht hier ab? Herzlich willkommen, Maro Mark! Kauf was! Wähl aus mit und kauf was! Jetzt müsste das doch gehen. Wie wär's hiermit? Passt prima zu dir! Herzlichen Glückwunsch! Das war die letzte Buggy-Größe, die wir noch auf Lager hatten! Du jetzt Magierüste. Und solange du sie trägst, verwandelt sich deine Rubine in magische Energie. Und Link denkt sich auch, ja, ist nicht mein Stil, was soll's. So wirst du nun gegen jede Art von Angriff, verlierst aber jeden Gegenstreifen viele Rubine. Sind deine Rubine aufgebraucht, verliert die Magie ihre Wirkung und deine Bewegung wird träge. Leider ausverkauft. Achtung, dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt. Ich bin untröstlich, gerade
Eben haben wir das letzte Exemplar vor diesem Projekt verkauft. Ja, und zwar mir gerade. Hallo? Du hast ein schlechtes Gedächtnis. Vielen, vielen Dank. Kommt jederzeit wieder. Okay. Sogar die Statue hat so eine Maro-Weste. Ich finde das irgendwie so unheimlich gerade. Es ist auch irgendwie so witzig, aber irgendwie auch unheimlich, wie die Leute so durchdrehen. Hallo? Na, komm. Ja, mach mal ruhig. Wunderbar. So. Außenladen. Einfach nur Just for Rules. Na, was sagst du jetzt? Wie neu, oder? Wenn sie wieder schmutzig sind, dann putze ich sie natürlich jetzt halt gerne. Ja. Ich meine, für 10 Rubine, dass er das macht. Ja, also... Gute Arbeit sollte man immer wertschätzen, auch das Putzen. Ich finde es auch eh ein Unding, dass so Putzfrauen so unterbezahlt sind. Ich meine, es ist ein Knochenjob. Und... Ja, ein verdammter Knochenjob. Und trotz allem... Nein, werden sie jetzt hier unterbezahlt, also... Ich habe noch eine Flasche voll. Also ich wollte sie nicht so unbedingt verschwenden. Ja, dann überlegen bin. Ich habe sie bisher eigentlich gar nicht so verschwendet. Ach. Was soll's? Trink sie mal aus, Link. Ist ja aus rotem Schleim und so. Und dann kauft ihr jetzt mal das Quellwasser. Hoffentlich funktioniert das nämlich. Das war mir auch mal so eine Scheiße. Ich drehe mich mal vor, Leute. Quellwasser willst du kaufen? Hast du heute noch eine leere Flasche? Ich bin so vergesslich. Habe vergessen, eine mitzubringen. Jetzt muss ich wohl für den Kleinen eine kaufen. Ja. Für dich gibt es einen Sonderrabatt. Ja, okay. Vielen Dank. Hier hast du schönes heißes Wasser. Mal sehen, ob es funktioniert. Weil ich weiß nämlich nicht, wann ich das so triggern kann. Das müsste eigentlich jetzt ja gehen. Danke, Dank. Wir haben schon viele goldene Insekten im Weg gefunden. 5 Insekten, um genau zu sein. Nur noch 10 Insekten. Also, alle. Und versuche auch, Pate. Ja, ich weiß, okay. Ach so, weil ich A gedrückt habe, um schnell voranzukommen. Deswegen hat sie mich angesprochen. Ich dachte, wieso sprichst du mich an? Hallo. Du duftest nach Quellwasser. Wenn ich das trinke und wieder zu Kreck komme, könnte ich diese festwürdig bin. Wenn du hier durch bist. Boah, würdest du mir vielleicht das Quellwasser geben, das du bei hast? Ja, hier. Der hat natürlich einen Schindenschuss. Und oh. Jawohl, das gibt Kraft. Also dann, ich werde mich gleich ans Werk machen. Komm später wieder. Kann ich da irgendwie mich verletzen? Tatsächlich. Alle guten Dinge sind 3. Also sorry. Ja, dann machen wir uns erstmal den Weg frei. Puh, mal sehen, was denn hier oben. Auf jeden Fall, was jetzt hier unten Viecher sind, die platt gemacht werden wollen. Okay. Vergiss es. Ich nehm dich mal und ich sehe ja schön. Ach so. Ich verdrück. Ich dachte, hä, was ist das für eine Kameraansicht? Oh, okay, ich hab den schon.
Ich würde ja gerne ja nach oben. Aber wenn diese Viecher da rumlungern, diese Graben, dann ist es keine gute Idee. So. Ach, ich komme mal schnell dahin, bevor die mich runterschmeißen. So. Aha. Ach, da sind wieder Bienen. Aber diesmal werde ich sie nicht verärgern, obwohl. Ich könnte mal wieder mal angeln, mal sehen, was ich diesmal angeln werde für ein altes Hemd. Oder sowas. Ich glaube, ich angel mal gleich, aber ich will was anderes mal ausprobieren. So, erstmal das anziehen. Nein. Was ist nur mit mir los? Ja, Übermüdung. Nein. Was sind die Eisenstiefel? Ich glaube, das haben die mir doch. Hä? Alter, wieso? Jetzt reicht's mir! Eigentlich wollte ich jetzt auf Tauchstation gehen, aber... anscheinend funktioniert das nicht so ohne weiteres, diese dummen Larven nur zu kriegen. Ich hatte eigentlich schon den Verdacht gehabt, ich hätte vielleicht ein bisschen höher schießen sollen. Aber egal. Fürs Bienenlarven in die Flasche. Fische sind ganz verrückt danach und sind auch für dich sehr nahrhaft. Die Gangheit hier. Ja, bringt ja sehr viel was. Ein Viertelherz. Also, und danach verstehe ich was anderes. Dann wollen wir mal hier angeln. Nein. Hä? Oder warte mal. Ich... Hat er sie jetzt angelegt? Oh, ich... Ja. Ja, tatsächlich. Oh. Ja, würdet ihr mal anbeißen? Ne? Ach, ihr wollt mich verarschen. Kommt da. Leute, schaut mal, da ist eine leckere Bienenlarve. Und ich merke, dass ihr da richtig daran schwimmt. Also los! Na bitte!
Was ist diesmal, was ich fangen werde? Wieder eine olle Socke? Ist da überhaupt noch was dran? Okay, versuchen wir nochmal. Ich gedacht, dass es so viel Spaß machen kann. Ein Hyljahecht. So soll also dieser Fisch ja sehr beliebt sein. Und liegt. Oh, Fisch! So, und normal, weil es einfach Spaß macht. Irgendwie fahre ich ja total darauf ab. Also, mit diesem Hyljahecht. Wo kann ich nochmal angeln? Ich pack mal weg. Ja. Und tschüss. Und der ist immer noch an Rotieren. Okay. Warum auch nicht? Hab ich denn hier den Geist gefangen? Machen wir jetzt doch mal diese Lampe. Das helfen. Aber ich sollte es ja auch mal ausrüsten, nur mal so. Doch immer den Geist, den habe ich wohl schon erledigt, oder wie? Gut, dann warten wir mal wieder dorthin. Auch mal ein Herzteil holen gehen. So. Dann mal weiter. Schon irgendwie merkwürdig aus. Hui, das kribbelt so im Bauch. Oh, hier könnte ich auch mal gleich mal angeln. Aber nachdem ich die Geister gefangen habe. Hallo, kennst du mich noch? So. Zack. Hab dich! Oh. Ja, das ist ein Rubin da hinten. Ach, da ist er! Da ist er ja! Hm. Dann wollen wir mal. Ah.
Super. Ach, den Leid. Ja, den fangen wir noch. So. Aber das wird nicht leicht. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht in den Abgrund falle. Und wir haben dich. Ha. Ta-ta-da. Doch. Ach, die Roten können wir auch schon holen. Wer einfach so die Ruine liegen lässt. Ha. So. Ja, es ist irgendwie schade, dass man hier nicht so den Tag- und Nachtwechsel kontrollieren kann, wie jetzt zum Beispiel The Wind Wake oder Ocarina of Time. Aber was soll's? Ist auch nicht so schlimm. Und hier eigentlich? Nein, sieht jetzt nicht so aus. Ach doch, da! Mann, ich hab mich doch da irgendwie erinnert, dass da noch einer war. Einer, der meinte, boah, hier gefällt's mir, hier bleib ich. So, boah, hier kommt kein böser Wolf und reißt mir die Seele auf den Leib. Ja, Pech gehabt. Tja. So wirklich. So, Leute. Wir sehen uns in den nächsten Part. Dann werde ich mich noch weiter umsehen. Tschüss.